Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem kurzen Video etwas zu REST erzählen, Representational State Transfer, ein Prinzip in Client-Server, in verteilten Systemen. Worum wird es gehen? Ich werde am Anfang etwas zu dem Prinzip des REST sagen, wo es herkommt und was für Grundprinzipien enthalten sind. Dann werden wir ein bisschen über die Architektur sprechen, über die Gestaltung von REST-Schnittstellen, dann in einem weiteren Video und technische Realisierungsmöglichkeit. Da wird es auch einen Hinweis auf das Spring-Framework geben. Zunächst einmal, wo kommt REST her? Vor einigen Jahren, vor 20 Jahren und auch noch in jüngerer Zeit hat man sich Gedanken gemacht, welche Schnittstellen, welche Dienste, welche Spezifikationen man definieren kann, um verteilte Systeme aufzubauen. Und das hat dann teilweise zu sehr schwergewichtigen Spezifikationen, wie zum Beispiel SOAP, Web Services, geführt, wo man größere XML-Dateien schicken muss und dann auch zustandsbehaftete Verarbeitung auf dem Server hat, um solche Architekturen zu realisieren. Und man hat dann später festgestellt, dass im Jahr 2000 schon der Herr Roy Fielding eine Dissertation geschrieben hat, bei der er sich mit der Architektur von verteilten Systemen im Internet beschäftigt hat. Und er stellt in dieser Dissertation erst einmal fest, dass es verschiedene vorhandene Patterns, verschiedene Standards bereits gibt und setzt diese neu zusammen. Und durch dieses Zusammensetzen, durch das neue kreative Verwenden dieser Standards, entsteht eine Methode der Schnittstellenspezifikation, die dann später auch als REST breitere Verbreitung findet. Und das einfache Prinzip, was er da verwendet hat, ist, dass er die Dinge, die schon vorhanden sind, also beispielsweise Client-Server-Architektur, das HTTP-Protokoll, verschiedene Standardformate für die Datenübertragung, die hat er verwendet und genutzt, um eine relativ schlanke Methode zu entwickeln, mit der man auf Ressourcen im Internet zugreifen kann. Was sind jetzt die grundlegenden Eigenschaften und Begriffe dieser REST-Methode? Wir haben Ressourcen. Die Ressourcen kann man sich vorstellen als bestimmte Datentöpfe. Dort greift man hinein und holt Daten heraus, die für die Anwendung wichtig sind. Also beispielsweise eine Ressource, die sich um die Kunden kümmert, eine Ressource, die sich um die Bestellung kümmert, um die Produkte, vielleicht auch um die Hersteller oder um das, was auch sonst wichtig ist in meiner Anwendung. Wichtig ist ebenso, dass die Ressource adressierbar ist. Das heißt, ich muss sie irgendwie innerhalb des Internet erreichen können, über eine URI, beziehungsweise dann auch über eine URL, bei der auch angegeben ist, mit welchem Protokoll man diese Ressource erreichen kann. Und da wir hier bestehende Standards verwenden, kann man über eine einheitliche Schnittstelle den Zugriff erreichen. Standard heißt hier an der Stelle das HTTP-Protokoll, und das HTTP-Protokoll beinhaltet verschiedene Standardsanfragen, zum Beispiel das GET, das PUT, das POST und das DELETE, welche sehr populär sind und dann auch in dem REST zum größten Teil verwendet werden. Und wir können in dem HTTP auch bestimmte Inhaltstypen festlegen, das heißt beispielsweise Text in Form von XML, Text in Form von JSON oder ähnliches, was auch wieder standardbasiert ist. Ja, und das ist sozusagen ganz abstrakt die Beschreibung für den REST-Standard. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man mit dem Zugriff auf bestimmte Ressourcen innerhalb einer Anwendung arbeiten kann. Wir haben hier als Szenario einen Server, der uns die Ressourcen bereitstellt. Und die Ressourcen sind gemäß dem REST-Prinzip über URLs zu erreichen, verschiedene Ressourcen und verschiedene URLs dementsprechend auch. Und ich kann über Anfragen diese URLs erreichen und dann die Inhalte, die in der Ressource enthalten sind, auch zurückbekommen. Und jetzt habe ich auf der anderen Seite den Client. Das ist eine Webanwendung irgendwie geartet. Und ich kann jetzt aus der Webanwendung heraus eine URL aufrufen. Das ist vielleicht eine Start-URL, mit der ich zum Beginn der
Webanwendung gelange. Und dann kann ich weitere URLs aufrufen, wo ich dann wieder Antworten zurückbekomme vom Server. Und diese Antworten führen mich dann in unterschiedliche Zustände während der Laufzeit der Anwendung. Gleichzeitig weiß der Server nicht, in welchem Zustand sich der Client befindet. Er wird angefragt über diese URLs und liefert die entsprechenden Informationen, die dahinter stehen, zurück an den Anfragenden, also in unserem Fall an den Client. Auf der Client-Seite wiederum, dort werden diese Antworten dann empfangen und entsprechende Zustände der Anwendung abgeleitet. Das ist jetzt eine abstrakte Darstellung. Wir werden dann gleich sehen, wie man sich das vorstellen kann, wenn man beispielsweise einen Webshop mit einem solchen Prinzip betreiben könnte. Häufig taucht auch der Begriff RESTful Service auf. Das ist das, was wir auf dem Server vorliegen haben, wenn bestimmte Eigenschaften vorhanden sind. Das sind die Eigenschaften, die ich vorhin schon genannt hatte, und sie basieren auf Standards, sie basieren auf den Standardprinzipien, auf den Standardpatterns, die bereits seit vielen Jahren vorhanden sind. Ich kann diese Services adressieren über eine URI, also eindeutig im Internet erreichen und dann zweifelsfrei zu dieser Ressource auch gelangen. Und schließlich gibt es auch diese Vereinbarung, wie das CRUD-Prinzip, also Create, Read, Update und Delete, auf die HTTP-Methoden gemappt werden. Beim Create heißt das, dass ich ein neues Objekt beispielsweise erzeugen möchte. Also ganz konkret könnte das ein Kunde sein, der neu angelegt wird. Und dann nutze ich das HTTP-Post mit entsprechenden Inhalten, die ich übermittle in dem HTTP-Post-Request, um einen neuen Kunden anzulegen. Und dann wird über das Post mitgeteilt, dass es hier sich um ein Create handelt, um ein Neuanlegen von einem Objekt. Über das sogenannte HTTP-GET würde ich Ressourcen lesen können. Das entspricht dem Read. Ich kann also nur Informationen vom Server beziehen, nur herunterladen, das, was sich hinter der URL verbirgt. Ich kann nicht irgendwie den Zustand der Ressource ändern. Ich könnte aber Updates machen mit dem HTTP-PUT. Dann würde ich auch das Objekt mitgeben als Inhalt in dem Request. Und dadurch, dass das als HTTP-PUT an den Server übergeben wird, ist dem Server auch klar, dass es sich um ein Update handelt und der würde das entsprechend auf das Repository mappen, um dann ein Update auf der Datenbank durchzuführen. Und natürlich kann ich auch ein Delete machen, das mache ich einfach durch das HTTP-Delete. Das Interessante an RESTful Services ist, dass ein Inhaltstyp verwendet wird, der auch menschenlesbar häufig ist. Also wir haben hier textuelle Repräsentation durch JSON oder auch früher, jetzt weniger, XML oder binäre Repräsentationen, die dann direkt im Bildformat vorliegen, sodass wir das auch darstellen können. Und man kann sich direkt diese JSON- bzw. XML-Dokumente anschauen und sehen, welche Inhalte dort enthalten sind. Und dann hatte ich gesagt, dass diese REST-Schnittstelle keine Zustände halten muss. Das heißt, ich frage die Ressource nur an und bekomme den Zustand des Objektes wieder zurückgeliefert. Aber das steht dann nicht in diesem Sinne für den Zustand der Anwendung. Die Anwendung muss separat ihren Zustand halten, also der Client im Webbrowser beispielsweise laufend, muss sich selbst darum kümmern, die Daten entsprechend zusammenzufügen und daraus einen Anwendungszustand zu erstellen. Die Verbindung wiederum zu der Ressource, zu dem Server, muss auch nicht zustandsorientiert sein. Das heißt, ich muss mir nicht merken, in welchem Zustand sich eine Verbindung befunden hat und dann mich um die richtigen zugelassenen Anfragen kümmern, sondern ich frage die Ressource einfach an und die liefert mir den aktuellen Zustand zurück. Und der aktuelle Zustand einer Ressource, das kann zum Beispiel sein, dass ich Kundendaten habe, Kundeninformationen dann zurückgeliefert bekomme oder Produktdaten oder auch etwas dynamischere Daten, wie zum Beispiel den Warenkorb. Wenn etwas in den Warenkorb gelegt wurde, dann könnte ich das auch in einer Ressource auf dem Server speichern, um vielleicht beim späteren wieder zurückkehren mit dem Browser dann diesen Warenkorb wieder präsentieren zu können. Ein einfacher Ablauf eines Zusammenspiels zwischen Client und Server ist hier jetzt mal abgebildet.
Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass man innerhalb eines Webshops, ein zugegebenermaßen sehr einfacher Webshop hier in diesem Fall, zuerst mal die Produkte abfragt. Dann fragt man vielleicht noch nach den Details des Produktes 2342 und dann setzt man eine Order ab. Und das könnte so ablaufen, dass man hier im ersten Schritt auf die URL Products geht, sodass man sich zunächst mal eine Liste aller Produkte zurückgeben lässt, aller Produkte, von denen man dann eines auswählt. Man bekommt zurück ein JSON-Dokument mit einer entsprechenden Liste von Produkten. Und dann würde man sich für ein Produkt interessieren, beispielsweise das Produkt 2342. Das würde man anfragen. Man würde die Detailbeschreibung zurückgeliefert bekommen und die dann auch in der Oberfläche des Clients darstellen. Und dann würde man an dieser Stelle vielleicht auch einen Bestellbutton in der Anwendung integrieren und über diesen Bestellbutton wird dann eine neue Bestellung abgesetzt an den Server und das resultiert dann in einem entsprechenden JSON-Dokument mit den Bestelldaten, also welches Produkt wurde ausgewählt, an den Server. In diesem Falle kümmern wir uns jetzt mal nicht um die Kundendaten, das sei irgendwie gegeben und im Hintergrund schon vorhanden. Und da sehen Sie, dass hier bestimmte Ressourcen angefragt werden, also Products, eine Liste von allen Produkten, ein spezielles Produkt, beziehungsweise auch ein HTTP-Post, um eine neue Bestellung anzulegen. Wir haben über Zustände gesprochen und über Zustände von Anwendungen, Zustände von Ressourcen. Und deswegen hier nochmal der Blick auf die Anwendung und was dort der Zustand bedeuten kann. Also es könnte beispielsweise sein, dass wir starten in der Anwendung und dort nur erstmal alle Produkte, eine Liste aller Produkte geliefert bekommen. Und dann interessieren wir uns für ein Produkt, auf das klicken wir und bekommen dann im rechten Bereich hier die Produktdetails dazu eingeblendet. Das würde in etwa der Anfragereihenfolge aus der vorherigen Folie entsprechen. Und wir würden dann sozusagen im Client halten die Liste aller Produkte und auch die Details zu dem Produkt, was hier ausgewählt wurde. Vielleicht noch ein Produktbild, was zusätzlich aus der Ressource geladen wird. Und dann haben wir im Client auch einen Bestellbutton, den wir dann einblenden, wenn es um das Produkt geht. Und können dann über diesen Bestellbutton eine neue URL ansprechen, die dann zu der neuen Bestellung führt. Und jetzt müssen wir uns klar darüber werden, wer hier den Zustand der Anwendung hält. Der Server ist es nicht. Der Server liefert nur die Informationen aus den entsprechenden Ressourcen, aus der Produktressource hier in diesem Fall, oder nimmt auch die Änderung von den Ressourcen entgegen, also beispielsweise wenn eine neue Bestellung angelegt wird. Der Client allerdings, der muss sich hier darum kümmern, dass diese Darstellung dem Nutzer angeboten wird, dass also links diese Liste erscheint und dass auf der rechten Seite dann die Produktdetails an der entsprechenden Stelle auch erscheinen. An der entsprechenden Stelle, wenn ich also auf das Produkt B geklickt habe, dann sollen auch die Produktdetails vom Produkt B angezeigt werden, mit dem Produktbild und mit der Detailbeschreibung des Produktes B. Und um diese einzelnen Zustände, die dadurch erreicht werden, muss sich der Client kümmern. Der Server weiß nichts von der jeweiligen Darstellung im Client. So viel also erstmal zu einer ersten Einführung in das REST-Prinzip und in die dahinterliegenden Standards und Methoden, die dabei genutzt werden.